Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal haben wir, wir haben versucht, Tulin zu finden, der halt keine Ahnung wo ist. Ich bin auf dem Weg nach keine Ahnung wo, weil das kann ich manchmal ganz gut. Ja, und so, jetzt hänge ich hier. Ach, da kann ich wieder jemand helfen. Also hier aus der Höhle sind wir rausgekommen. Nächstes Jahr Tulin ist irgendwelche fliegende Monster hinterher. Wird halt die sein, die wir jetzt da oben schon gesehen haben, die da rumfliegen. Ob da der Nest ist, keine Ahnung. Aber wir gehen einfach hier lang. Das wird schon. Gucken mal, wie wir ihm hier helfen können. Das könnte interessant werden. Denn... hier wird nicht so die beste Möglichkeit, da alles zu stützen. So. Okay, tschüss, Ball. War schön mit dir. Wie das jetzt da ist. Ja, guck mal, das ist so. Ah, warte. Mal, wenn ich jetzt da was drauf mache. Wenn ich da was drauf mache, kann das eigentlich gar nicht nach vorne kippen. Hallo? So, na, lass mal los. Guck mal, steht wie eine 1. Das waren schon mal 20 Rubine wert. Und Reisbällchen. Genau, scharfe Reisbällchen. Und Qualmerling. Ja, okay. Mal machen. So. Tschüss. Gut. Und wo ist Tulin? Tulin. Wir warten. Wir können weitergehen. Ich hab keine Ahnung. Es kann doch wirklich sein, dass er irgendwo da vorne ist. Wo diese Dinger da rumdüsen. Aber hier scheint er ja nicht zu sein. Na, mal gucken. Wir finden ihn schon. Frage ist halt nur, wie lange es dauert. Hier ist keiner, auf dem wir hochdüsen können. Ein Mini-Eis-Ivarok. Immer weg. Da, hier ist diese einsame Zeder, von der der Typ erzählt hatte. Völlig jetzt einfach. Oh, nee, geht ja nicht. Da hinten ist wieder ein Lagerfeuer mit einem Häuschen. Ich hab nicht aufgepasst. Blödes Monster. Hä, Link? Was machst du denn hier? Was ist passiert? Also, naja. Ehrlich gesagt hat sich dieses verflixte Vieh an meinen guten Bogen gekrallt. Siehst du? Da ist der Bogendieb. Zu meinem Namen? Ich muss den Bogen zurückhaben. Okay. Echt? Danke, dass du mir hilfst. Ach übrigens, ich kann einen Windstoß in meine Blickrichtung schicken. Wenn du mit deinem Parasegel auf diesen Monster reitest, würdest du bis zum Monster fliegen können.
Auf dem Wind reitest. Ah, okay. Aha. Gib mir einfach ein Zeichen und dann erzeug ich einen Windstoß sofort. Tulins Macht über den Wind. Sobald Tulin seine Aura entfaltet, kannst du einen Luftstrom entfesseln, der dich nach vorne befördert. Beim Einsatz des Parasegels kannst du so den Flug beschleunigen. Ein guter Wind! Kann ich den nicht einfach darunter schießen? Dann geht auch so, ne? Easy. Das lief ja klasse. Danke, Link. Du hast mir riesig geholfen. Lass mal schauen. Puh, alles noch dran. So ein Glück. Ja, pass auf, schießt du 5-mal, dann ist er kaputt. Oh je. Die bringen ihre Freunde mit. Da kommen noch mehr. Das ist ja kein Problem. Sie können was erleben. 2-mal tricksen sie mich nicht aus, die blöden Flatterer. Los, Link, die kaufen wir uns. Gegen uns beide haben sie keine Chance. Nee. Einmal. Oh, Exhalbung. Jetzt zerbricht gleich, okay. Wie? Hätte ich doch ruhig noch einmal schießen können, nicht? Na gut. Dann halt nicht. Wir haben es geschafft. Immer, das hier könnte ihr Lager gewesen sein. Was jetzt? Was war das gerade, der Wind? Nein, auf keinen Fall, das muss etwas anderes gewesen sein. Hey, Tulin und Link. Och. Die sind das. Oh. Oh. Gute Arbeit, ihr beiden. Was? Hast du uns beobachtet, Hertes? Auweia, wie peinlich. Ich habe nicht auf Kisane gehört, als er versucht hat, mich aufzuhalten. Ich dachte, dass ich allein klarkomme. Aber dann hat das Vieh mir meinen Bogen weggenommen. Ich habe mich für groß genug gehalten, aber allein hätte ich den Bogen nie zurückbekommen. Hm. Verstehst du jetzt, warum wir dich wie ein kleines Küken behandelt haben? Ja. Aha. Es ist wirklich wichtig, mit seinen Gefährten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass ich jetzt endlich verstanden habe, was Papa mir jetzt sagen wollte. Was ist eigentlich passiert? Sieht dir gar nicht ähnlich, bei dir deinen Bogen abnehmen zu lassen. Das war wegen Prinzessin Zelda. Ich habe Prinzessin Zelda gesehen. Ist das da hinten der Blutmund, der aufgeht? Ein Monster hat sie angegriffen. Als sie ihr helfen wollte, flog sie hoch durch diese Wolke. Das hat mich abgelenkt und schon war mein Bogen weg. Was? Prinzessin Zelda ist über dieser Wolke? Wie kann das sein? Schwer zu glauben, aber wenn wir hier noch rumsitzen, werden wir das nie ergründen. Tulin, Link ist doch auf der Suche nach Prinzessin Zelda. Untersuche mit ihm die Wolke, in der die Prinzessin verschwunden sein soll. Was? Ich dachte, ich darf nicht. Bevor ich hergekommen bin, habe ich einen Bericht erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schneesturm in der Wolke seinen Ursprung hat. Ich wollte ihr Inneres gleich untersuchen, aber starke Winde machen es unmöglich, sie von der Seite zu erreichen. Der einzige Zugang ist von oben, aber kein Oni kann diesen stürmischen Himmel durchqueren und dorthin gelangen. Mit einer Ausnahme. Tulin, ich glaube, dass du es schaffen kannst. Mit deiner Kraft und der Fähigkeit, Windstöße entstehen zu lassen. Tulin wird der beste Krieger der Orni werden, wenn er versteht, wie wertvoll Verbündete sind. Das sagt dein Vater Theba immer. Papa hat das gesagt? Oh. Ich werde Theba Bericht erstatten. Begleite du Link auf der Suche nach Prinzessin Zelda und dem Ursprung dieses Schneesturms. In Ordnung. Ich werde mit Link zusammenarbeiten. Link, ich habe Prinzessin Zelda auf den schwebenden Inseln beim Hebra-Gipfel gesehen.
Dort solltest du zuerst hingehen. Wo? Link, Tulin, wir zählen auf euch. Okay. Es ist tatsächlich der Blutmond. Okay. Dann kann man nichts machen. So. Hier gibt es bestimmt noch Holzpfeili. Holzpfeili. Na komm. Apfel. Apfel ist nicht Holzpfeili. Oh. Geht doch. Der Blutmond. Er ist überall. So, hat er gesagt. Wohin? Schwebende Insel über den Hebra-Gipfel. Na dein. Okay. Das ist mir nichts, das war wohl nichts. Aber eigentlich würde ich da gerne zu dem Lagerfeuer noch hin, ne? Da ist ja auch so eine Hütte. Da kommt auch Luft aus dem Boden. Wo ist denn jetzt hier Tulin? Tulin, komm ran auf den Meter. Da. Ich bin bereit! So. Einmal zu der Hütte. Weil ich es kann. So, da vorne ist so ein Eis-Ivarok. Noch zwei. Sofort erkannt. So, wir erwachen gleich zum neuen Leben. Ja, aber wurscht. Ja, kenne ich. Der Blutmond, der Blutmond. Das ist keine Übung, das ist der Blutmond. Okay. War. Ganz kurz hier was gucken. Oh nein. Besser. Ja, nochmal erwischt. Sehr schön. Arme kleine Viech. Eine tolle Höhle. Haben wir hier nochmal ganz kurz ein paar Pfeile. Oder auch nicht. Ja, Coach, warum leuchtet denn da vorne diese ganze Fläche da? Ach, hey. Weil hier so ein Gleiter ist. Mal da ran. Aber kann ich voll hochspringen. Voll gut. So, und was genau kann ich jetzt hier? Außer sterben? Sterben. Okay. Entdeckt. Eins Höhle. Rennen jede Menge Bockblins. Ja, dann zau ich immer ein paar Steine, ne? Das Mund, das Mund. Leuchtstein. Leuchtstein, Leuchtstein. Alles muss vielleicht versteckt sein.
Nee, das Lied ging anders. Ich glaube, das war der Eckstein. Okay. Eine Blume. Eine Blume. Oh, ah, okay. Da ist so ein Stein. Extreme Kälte. Den hole ich mir gleich. Ich kann nicht erkennen, was da drin ist. Das ist noch nicht sehr effektiv. Das. Die Doppelbombe. Weil ich den Doppelpfeil vergessen habe. Ups. Aber. Ja, doch, wir haben jetzt auch zwei Bomben verbaut. Okay. Hatte gerade kurz überlegt, so, hat das jetzt vielleicht nur eine Bombe gekostet? Aber nein, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach, ne? Ein Röstleuchtpilz. Nom nom nom. Geröstet ist auch noch. Ja. So, in der Kiste haben wir einen Gleiter. Das nehme ich doch gerne. Hatten wir nicht schon Gleiter in der Kapsel? Nein, umso besser. Sehr schön. Würde mich natürlich freuen, würden wir noch weitere Gleiterkapseln finden. Am besten über so eine Kapselmaschine oder so. Aber, naja. So. Dann gib mir mal meinen Eisfächer hier, hätte ich beide. Oh, komm. Ja, so ist gut. Aua. Sollte raus. Nein. Ach, wo schwimmst du denn hin? Oh, also manchmal, ne? Aber nur manchmal. Meine Fresse. Riesenleutsam. No, mach doch schon locker ran. Na egal. Davon haben wir, glaube ich, genug. So. Keine Ahnung, wohin damit. Das ist so ein Bock und Teile, die da liegen. So. Ich habe einen Stein und keine Angst, ihn zu benutzen. Da ist es. Okay. Da soll ich das hinbringen? Oder nicht? Okay. Dann. Dann. Bringen das Kristall an jeden Ort da. Ja, okay. Aber ich habe doch schon den Kristall. Da. Bitteschön. Okay. Dann gehen wir doch mal da rein. Oh, das sieht nach einem einfachen Belohnungsschrein aus. Rauchussegen, jo. Okay. Ein Topaz.
U-Besucher. Nicht null Besucher, U-Besucher. Yay! Okay. Ja, müssen wir noch da hochkommen wieder, ne? Dafür haben wir ja... Wie? Ah, da. Ich würde schon sagen, kann ich hier nicht einfach raus? Also sind wir direkt bei der Hütte. Nein, das. Das ist so das Standardmodul, was wir eigentlich fast immer benutzen. Selmys Hütte. Wenn wir Selmy beklauen. Das ist Selmy. Warum hat die ihre eigene Hütte und ich nicht? Wieso geht diese Kiste nicht kaputt? Deswegen. Ich brauche mehr Pfeile. Das sind keine Pfeile. Machen wir klopf, klopf und gehen dann vielleicht rein. Der Sturm soll aufhören. Was? Oh? Du hast mir einen ziemlichen Schrecken angejagt. Bist du etwa den ganzen Weg durch den Schneesturm gekommen? Hm, sag nicht, du bist auf deinem Schild hergeschlittert. Ah! Ist sie vielleicht nicht dann raus, aber ich war mal eine ziemlich bekannte Profischlitterin. Oh, war das die, die Schlittenrennen veranstaltet hat im Vorgänger? Als ich dem Sport noch aktiv war, hatte ich sogar einen Ehrentitel, Königin der Hügel. Oh, jetzt verstehe ich. Du bist hierher gekommen, um mein Schüler zu werden. Schildschlittern? Ach so, dann bist du also gar nicht deswegen. Na gut, dann erklärst du ja. Schildschlittern geht so, du nimmst dein Lieblingsschild und schlitterst darauf. Das ist Profisport und so. Ja. Hm. Ja, erst wieder Schüler unterrichten, wenn der Schneesturm sich gelegt hat. Du nimmst Schüler an? Aha, ich wusste schon in dem Moment, als du hier aufgetaucht bist, dass du mich das fragen würdest. Aber tut mir leid, ich habe bereits zwei Schüler. Noch mehr und ich könnte mich nicht mehr ausreichend auf jeden Einzelnen konzentrieren. Also nehme ich im Moment keine Schule mehr auf. Aber ich kann mir trotzdem mal deine Technik im Schildschlitter ansehen. Also, wenn der Schneesturm aufgehört hat und gutes Schlitterwetter ist, zeig mir doch, was du drauf hast. War das dann alles? Ah! Oh, ich habe mitgehört, was du mit Sammy besprochen hast. Du willst also auch Schüler werden? Dann bist du einer von uns, einer von uns, einer von uns. Obwohl, naja, im Moment glaube ich nicht, dass Sammy noch neue Schüler annimmt. Sie sagt ja mal, dass sie nicht jedem genug Aufmerksamkeit schenken kann, wenn sie zu viele Schüler hat. Und genau deshalb ist sie auch so eine tolle Lehrerin. Sobald wir alles von ihr gelernt haben, was wir können, nimmt sie auch sicher wieder neue Schüler auf. Aber, tja, im Moment wird daraus wohl nichts, denn bei diesem Wetter können wir nicht üben. Du solltest vielleicht besser den Berg wieder verlassen und warten, bis der Schneesturm sich gelegt hat. Okay. Na gut. Jetzt aber auf zur Hebra-Bergspitze. Vielleicht. Möglicherweise. Warten. Der Berg wird erklommen. Und die Beeren werden gepflückt. So. Fliegt was? Was ist denn da? Bomben? Dieses komische Zeitbomben? Sind das Felsen? Jetzt genau, das weiß man nicht. Ja, muss ich irgendwie zuklettern. Aber das sollte eigentlich gehen. Okay. Bin schon fast da. Wirklich. Ich bin schon fast da. Sagen, was kommt mir da für ein Phantom entgegen, aber es ist hier der Geist. Das sieht sehr düster aus.
Bernstein, danke. Weitermachen. Du bist doch hier. Geh, hast du nicht gesehen. Geh. Gesunde Hack. Gesunde Hack. Wenn man bloß erforschen könnte, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Hm? Oh. Na sowas, der kleine Tulin. Ich war so in Gedanken verloren, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Aber Moment, wenn du hier bist, dann hieß er das ja. Oh. Und ob? Ich darf hoch. Hat man mir erlaubt. Oh. Wusste ich's doch gleich. Du bist genau der Richtige für den Einsatz. Gar kein Zweifel möglich. Alle sind ganz gebannt von deiner tollen Technik, wie du Windstöße erzeugst. Ah. Du bist womöglich der einzige Orni, der es durch die Wolke schafft, erschaffen und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Wird dein bestes Jahr. Ich bleibe hier und wünsche dir Glück. Aha. Dankeschön. Link und ich, wir kriegen das hin, versprochen. Na, dann bin ich mal gespannt. Okay. Gibt's hier auch wieder Pfeile? Okay. Keine Pfeile. Wenn du nicht mit hochkommst, musst du hierher kommen. Was machst du denn? Warum machst du denn? Hier, komm, wir haben keine Zeit für so einen Scheiß. Wir müssen die Welt retten. Klingonisch ist aber so. Okay. Ich hatte überlegt, ob hier irgendwie so ein... irgendwas ist, womit man dann da weiter rumkommt, hochkommt, keine Ahnung. Aber nein. Also nein. So. Ich glaube, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Jetzt fehlt mir nämlich gleich die Ausdauer. Das ist ja ganz toll. Dann brauchen wir wohl noch mal ein bisschen Ausdauerfutter. Ein bisschen. Nur so ein bisschen. Oh, guck mal, da oben ist ein Schrein. War auch schon fast ein bisschen knapp. Markieren. Das ist auf der... Ja, auf der Himmelskarte ist es nicht... Also ja schon, aber halt mitten im Sturm. Okay, also wir sind schon mitten im Sturm. Ich dachte, wir düsen da jetzt so. Mit der Sturm so. Ich dachte, wir düsen da so langsam rein. Aber nein. Ja, oh Gott, was soll denn das jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Ja, und wie komme ich jetzt hier hoch? Ich mach das schon, Link! Gab's irgendwas, womit wir nach oben kommen? Ich meine, wir können auch einfach jetzt hier eine Rakete verwenden, ne? Aber... so an sich ist es nicht mit aufgeführt. Schade. Okay. Himmelsleiterinseln. Ich glaube, hier brauche ich gleich mehr Ausdauer.
Weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Ist so ein Gefühl. Jetzt hoch. Sind hier so viele Kanten? Solche unbezwingbaren Kanten. Ich fühle mich ein bisschen wie Son Goku, der versucht hier diesen einen Turm da hoch zu klettern. Da waren wir quasi ja auch schon gerade drauf. Oder nicht? Womit ich ja versucht habe, an das eine Ding da ranzukommen, wofür ich dann wiederum eine Rakete verwendet habe. Hier sind halt überall Kanten, wo ich halt nicht rüberklettern kann. Die zwei Blöcke, die da unten stehen, die helfen mir auch nicht. Ich habe einen Schrein gefunden. Andere Turm, ne? Ja. Also wir können natürlich... Boden. So. Aufpassen, dass hier nichts blöd runterfällt. Das wäre dann nämlich ein bisschen blöd. Dahin. Dahin. Umdrehen und aktivieren. Ja, es klappt ja furchtbar. Hindrehe nicht, dass es plötzlich auf dem Boden landet. So. Und dann hier nochmal dran. Bap. Aber dann jetzt. Oh Gott. Das war eine doofe Idee. Das war schlecht. Aber es war ein Versuch wert.
gar nichts machen. Dann würde ich jetzt aber sagen, wie wir dann weiter versuchen, da irgendwie hochzukommen. Das müssen wir uns dann in der nächsten Folge angucken, ja. Da sage ich jetzt schön mit Ö. Wir sehen uns. Bis dahin. Was auch noch? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann.